Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Playgaddon. In der heutigen Folge haben wir mal wieder vor, eine neue Angriffsstrategie auszuprobieren. Und zwar ist das eine Strategie aus Schweinereitern, Drachen und Magiern. Der liebe Dimitri hat mir ja in die Kommentare geschrieben, dass ich es mal ausprobieren soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, wieso nicht? Nehmen wir das auch mal direkt ausprobieren. Als Zauber haben wir dabei 2 Wutzauber Level 5 und 2 Heilzauber Level 6. Mal schauen, was wir damit reißen können. Ich werde schon mal anfangen zu suchen. Ich werde als erstes versuchen, wahrscheinlich mit den Schweinereitern eine Luftabwehr auszunocken. Dann mit den Drachen hinterherzukommen und die Magier räumen das Feld sozusagen von hinten auf. Und mal schauen, ob wir nicht Loot rausholen können oder nicht. Das ist hier natürlich die Frage. Im Übrigen müsste ich jetzt einen Facecam-Rahmen haben, wenn alles gut geklappt hat. Im stylischen grün-pink, wenn ich mich nicht irre, zumindest habe ich es so gemacht. Jo, eigentlich wäre schon alles gesagt, deswegen würde ich sagen, überspringen wir mal die Gegnersuche. Ja, wir überspringen die Gegnersuche, bis gleich. So, hier hätten wir doch einen Gegner. 316.000 Gold, 58.000 Elixier, 1055 Dunkles. Luftabwehren begutachten. Ja, die Luftabwehren sind wirklich weitmittig. Ich weiß nicht genau, wie weit wir mit den Schweinereitern kommen werden, aber wir werden es einfach ausprobieren. Ich werde die alle auf einmal schicken. Im Übrigen, die sind ja jetzt Level 5, ne? Mal gucken, was sie so reißen können. Ich setze direkt mal einen Heal drauf und wir hoffen mal, dass sie die erste Luftabwehr zerstören können. Die kommen relativ weit in die Mitte. Kriegen die sogar einen X-Bow? Yo, X-Bow ist auch Platz. Die Queen leider nicht mehr, beziehungsweise der Minenwerfer ist noch gefallen. Alter, was machen die denn an Damage? Das ist, kommt, nächste Luftabwehr, nächste. Ah, aber die Luftabwehr wurde angekratzt. Das ist schon mal das Gute hieran. Ich würde sagen, nee. Wir machen erstmal mit den Magiern wieder einige Gebäude kaputt. Ich hoffe, die werden nicht allzu sehr. Komm, wir müssen die jetzt setzen. Und hoffen, dass die Drachen in die Mitte fliegen. Ich weiß nicht genau, ob die Drachen. Ah, jetzt sogar eine Klarenburg. Erster Fehler. Klarenburg nicht rausgelockt. Wir müssen die Hellen setzen. Come on. Die Drachen müssen jetzt das reißen. Wobei, die Helden, die sehen auch noch relativ fit aus. Wir setzen hier mal einen Wut drauf. Ja, der saß einigermaßen gut. Und jetzt schauen wir, ob wir das Gold bekommen. Das Gold ist mir wichtig, der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Eventuell, der Luftfeger hat doch was gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe so gedacht, der Luftfeger, ja, bringt sowieso nicht so viel. Aber anscheinend, okay, die werden jetzt langsam in Fokus gesetzt. Vielleicht mal ein Heal drauf. Heal. Ich will ihn noch nicht zünden. Ah, ich muss ihn zünden. Leider. Ah, fuck. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Helden hoffen. Beziehungsweise die Heldin. 2 Lager haben wir bekommen. Die Hälfte des Goldes war drinne. Ob wir das Rathaus noch bekommen, das ist hier eine Frage, ne? Aber ich glaube eher nicht. Wir setzen noch den Rage Spell, um zu gucken, was wir noch reißen können. Queen muss ich jetzt zünden, weil sie sonst down gewesen wäre. Magierturm bekommen wir down. Leider der X-Bow wird verhängnisvoll für die Queen. Ja. Ah. Noch nicht mal die 50% geholt, wobei mir die Pokale inzwischen eigentlich relativ egal geworden sind. Ich meine, ich bin sowieso in der Silberliga und da sind die Pokale nicht so wichtig. Und der Loot ist da echt saulecker. Jo. Im Übrigen, ich habe jetzt Instagram. Falls einer von euch Instagram hat, ihr könnt ja mal auf meiner Seite vorbeischauen. Würde ich jetzt wahrscheinlich einblenden. Playergaddon klein geschrieben und dann Unterstrich. Da werde ich immer mal was Neues posten. Wie zum Letzten. Ich habe ja eine neue Facecam mir gekauft, aber ich habe die wieder zurückbringen lassen, da die wirklich nicht so schnieke war und ich eine neue bestellt habe von Logitech C920 war das, glaube ich. Auf jeden Fall 1080p, 60 FPS. Mal gucken, wie die wird. Und deswegen, wäre es eine kurze Folge. Vielleicht hat hier noch jemand irgendeinen Fight. Tobias, ich will in den Clan beitreten. Monte Carlo hat hier einen Fight. 58%, 22 Po. Das ist wirklich geiler Loot. Das war das 900k Weight oder nur 800? Ja, 850 bis 900 würde ich sagen. Alter, das ist ja richtig fett. Sowas hatte ich auch schon länger nicht mehr. Im Übrigen, den letzten Clankrieg haben wir mal wieder gewonnen. Der 67. Clankrieg war das, glaube ich. Da war ich sogar dabei. Ich bin ein kleiner Kriegshelden. Ab Level 100 könnt ihr auch rein.
So, habe ich noch irgendwas zu bereden? Genau, in der Instagram-Seite habe ich zum letzten gepostet, dass ich eine neue Webcam hatte. Sowas werde ich irgendwie posten. Vielleicht auch mal, wenn ein neues Spiel da ist. Die Instagram-Nutzer haben dann Vorteile, erfahren es vorher. Und deswegen schaut einfach mal vorbei. So, Facebook habe ich auch. Ist auch unten in der Beschreibung, aber da bin ich nicht so aktiv. Wenn mir da jemand schreibt, schreibe ich natürlich zurück. Aber sonst Bilder posten tue ich da nicht so allzu oft. Weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was ich genau da posten soll, aber ist ja egal. Noch irgendein Fight? Bitte einmal Komplettreinigung für 36 Pokis. Danke. Jo, 364.000 Elixier, 193.000 Gold. Ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Wir machen mal die zweifache Geschwindigkeit und gucken, was sie hier reißen konnte. Go, Ripe. Ist das? Also Golems, Magier, Packers und Hexen. 36 Pokale hat er gesagt. 100% wurden geholt. Haben wir schon gesehen. Jo, der Rage Spell saß gut. Der Sprungzauber auch. Alles ist gut in die Mitte reingestürmt. Ah, Go, Wipe. Ist auch so eine Strategie, die ich mir mal für den Clan-Krieg genauer angucken müsste. Würde mich mal wirklich interessieren, diese Strategie. Im Übrigen, ich habe ja auch jetzt geplant, mal Hybrid-Taktiken auszuprobieren. Falls ihr welche kennt, schreibt mir sie doch irgendwie unten in die Kommentare rein. Wäre ganz nett, wenn ihr dies tut. Also, falls ihr auch weitere Angriffsstrategien habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich werde alle ausprobieren. Der liebe Altscher hat mir auch eine Strategie unten in die Kommentare geschrieben. Aber Dimitri hatte vorher eine Strategie in die Kommentare geschrieben. Deswegen ist er auch vorher dran gekommen. Damit es auch fair bleibt. So, das war der nächste Angriff. Wir können ja noch ein bisschen zu meinem Dorf kommen. Hat sich wieder einiges getan, da ich in letzter Zeit wirklich viel vorproduziert habe. Und ja, wie man auch sieht, mauermäßig habe ich ein bisschen was erreicht. Und wie man sieht, beide Xbox gerade am Upgraden. Das heißt, wir müssen nur noch den Luftweger upgraden. Dann ist die Base von den Verteidigungen her maxed out. Xernax PvP hat mich auch darauf angesprochen, ob ich die Mauer auf Level 10 machen werde. Hatte ich vor, aber ich habe auch an euch gedacht, denn ich mache ja Let's Plays und ich weiß nicht. Ihr könnt entscheiden, soll ich die auf 10 machen oder doch nur auf 9 wegen. Ja, wenn wir jetzt auf Mauer Level 10 warten, dauert das wieder ein Stückchen und auf Rathaus Level 10 hat man halt schöne Dinge. Aber dann habe ich nachher halt Probleme mit dem Mauern upgraden und deswegen würde ich sehr gerne auch die Mauern auf Level 10 machen, bevor ich auf Rathaus Level 10 gehe. Im Übrigen, im Labor habe ich die Valkyrie gestartet. Tablet. Vielleicht hat man es gehört. Eigentlich hatte ich ja vor, den Lavahorn zu starten, allerdings habe ich mir gedacht, weil ich jetzt schon ein paar Mal geblitzt wurde, die Sucker. Guckt es euch an. 840, 452, 107, 201, 2400. Und davor war auch noch einmal 2000. Ey, da hatte ich echt keinen Bock mehr auf 60.000 zu sparen. Da habe ich mir gedacht, machen wir einfach die Valkyren. Wegen auf Level 1 gehen die auch schon ab und auf Level 2. Wahrscheinlich auch noch mehr. Ich weiß nicht ganz genau, bis auf welches Level es auf mein Rathaus-Level geht. Vielleicht weiß einer von euch, können wir mal unten in die Kommentare schreiben. Wäre ganz lieb. Ihr müsst ganz viel mal unten in die Kommentare schreiben, damit der Thomas auch was zu tun hat, um euch zu antworten. Dann würde ich sagen, die Folge geht circa. Ah, nee, ich musste noch was wegcutten. Deswegen werden wir die Folge noch ein bisschen länger machen. Ich werde noch gucken, was hier so geht. Thor, der Anführer, beziehungsweise Vizeanführer, glaube ich. Er hat im Übrigen heute Geburtstag, also wenn ihr das Video seht, gestern. Gratuliert ihn nochmal, sein Kanal, Maike Boss. So. Ja, ein feiner Loot-Angriff. Ich würde sagen, eher 0815. Soll nicht böse gemeint sein, aber sowas ist immer der Standard, was man angreift. Ist immer so richtig fett, wenn man so auch lange gesucht hat und dann endlich so ein Gegner kommt. Ja, meine Facecam ist ein bisschen verrutscht während der Folge. Bleibt sie jetzt stehen? Bleibt sie jetzt stehen? So, ich habe die Webcam wieder einigermaßen zurechtgerückt. Ich weiß nicht, ob die in der Folge irgendwie schief war. Wenn ja, ei, peinlich. Aber naja, kann man nichts machen, ist ja nicht so schlimm. Jo, wie gesagt, falls ihr weitere Angriffsstrategien, Ideen habt oder welche kennt, die ich ausprobieren soll, unten in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.